Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Mad Max. Lang erwartet, ich habe mich wirklich darauf gefreut, habe wirklich auf das Spiel gewartet. Großer Mad Max-Fan. Ja, habe schneller in der Hand gehabt, als ich gedacht habe. Wir legen auch gleich mal los. Und schauen mal. It is known that the world fell, and that most people in it died. The dead will not suffer the hardships of a terrible world which remains. Those born into this hell have no remembrance of anything else. Those who survived, those are the truly broken, for they know what was before. Okay, neues Spiel. Schauen wir noch mal kurz in die Einstellung rein. Untertitel lass mal an. Okay, das lassen wir alles mal so. Neues Spiel. Journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Gastown. Let's go!
Won't somebody tell me and answer if you can? I want someone to tell me what's the soul of a man. I'm going to ask a question. Answer if you can. Will anyone here tell me? Don't bite. What is the soul I'm not of a man? In the mood for another brawl. This setback would not stop him. He would have his peace, even if it meant another war. And war was coming, because he had created a mortal enemy. Okay, aber jetzt können wir steuern. Gut, haben wir erstmal alles verloren, wie immer. Wo ist denn der Hund? Ah, war ja ein cooler Anfang. Wasser. Benutze Wasserquellen, um deine Feldflaschen aufzufüllen. Okay, trinke aus der Wasserflasche. The dog has led me right so far. Gotta find it. Okay, dann suchen wir mal unseren Hund. Da muss ich erst dran gewöhnen, dass halt Mad Max nicht ausschaut wie Mel Gibson. Auch wenn Tom Hardy das ganz gut gemacht hat. I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride. And now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chumbucket is your man. I'm your man. Yes, I am. Do you have a vehicle that can take you to your car? I do, say. That's right. She's not running now. Sorry for that. I came here for the part. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chumbucket's not stupid. Over here. Over. Come look. Chumbucket. No. 1, 2, 3, 4, 5 Gebiete. 4. Den 5. Ja, scheint ja ganz groß zu sein. Spielstände, Einstellung. Schauen wir nochmal kurz in die Einstellung rein. Scheint ja nur auf Englisch zu sein, denke ich mal. Was ein bisschen schade ist.
Sprich mit Chumbaget. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy, but then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path! But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. So, dann suchen wir mal Kabel. Ja, bisher ist ja noch alles vorgegeben. Now all we got, dead man. Anything for me? Ammo. No wire. Ja, zwei Schrotflintenpatronen immerhin. So platt, für den verschwenden wir doch keine Munition, oder? Da drüben hin. Wie schaut es denn überhaupt hier aus? Ödland. Nummer 10. Benutze X, um den Gegner einen Schlag zu versetzen und Y, um gegnerische Angriffe zu parieren. Oh. Gut pariert. Gut pariert, Mad Max. Aha. Oh, ich habe mal X gedrückt. Gut. Cool gemacht. Nicht sonst noch was zu holen? Sag ich doch. Na, kommst du da hoch? Ja, scheint nicht so. Hier? Ja, wie kommen wir da dran? Was haben wir? Zweimal Schrott. Ist in der Wüste, im Ödland doch manchmal lebenswichtig, der Schrottgang. Hier noch was? Suchbereich 100%. Na gut, viermal Schrott. Oder Menü. Moment. Fähigkeiten. Land.
Okay, da haben wir noch nichts gesammelt. Haben wir denn irgendwo... Okay. Dann bringen wir Jump Bucket mal schnell das Kabel. The bloody sounds of a smackdown. You're not leaking, are you? Tell me you're not. Huh? Praise be! Praise be! My buggy's just over here. Follow me! This way! Cooler Wüstenbuggy. Ja, bei der Ausgabe war auch der Ripper dabei. Eine zusätzliche voll ausrüstbare Magnum Opus Karosserie. Bin ich mal gespannt, wann wir die kriegen. Vielleicht den Hund hinten drauf? Easy, Dog. Easy. Aber du fährst doch mit, oder? Grab it up and go, Saint. The buggy's humble, but she can haul. The sooner I get my car back, the sooner I'll be on my way. Woo! Amen! Here we arrive in time to save your black on black from slaughter! These barbarians love the cooler buggy. Fährt sich klasse. Ja, es sollen ja auch Rennquests drin sein. Yes, from that look, bin schon mal gespannt. You may be able to spot your car. Oh, schon vorbei. We can see the camp from up there without risk of detection. Oh, over here! Over! Come look! Yeah, see, this is where the thick brow squat and cut. Those butchers. Infidels. I'm gonna. This is Gottlob. Yeah, look. There. Scabbers. Scrotus is their king. Yeah. He's a big boss man from the gas town, you see. Gas town. Always, always keeps the best parts for himself, himself. Yeah, but he's not here now, you see. I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, wait, please, please. An idea. It's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car. Bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Yeah? How tough, how fast? Very. Faster than fear. Tougher than an iguana's gonads. Come, come, come with me. We mustn't be seen. I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. Frohlocken, den ganzen Tag frohlocken über ein neues Auto. Hauptmission abgeschlossen, der Ungezähmte. Ja,
Gut, dann würde ich erstmal sagen, für den ersten Eindruck beenden wir das Ganze mal hier. Ich fand es jetzt ganz gut, wobei so viel kann man jetzt noch nicht sagen. Aber naja, Steuerung ist schon mal ganz gut. Also er lässt sich ganz gut bewegen und das Auto hat eben auch ganz gut gefunzt. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Servus und macht's gut.